Also ich denke, das war ein ganz gutes Turnier, hat jeder ausreichend Spiele, was eigentlich auch ganz schön ist. Dann lohnt es sich wenigstens, dass man da nimmt. Vom DDC Retzel-Fembach haben wir da oben unseren Kiosk aufgebaut. Also da könnt ihr euch Getränke holen, Essen, Kuchen, Semmeln, alles, was der Körper so braucht während so einem Turnier. Das sind wir nicht da. Genau. Wenigstens einer, der es zugibt. Die meisten geben es bloß nicht zu, aber viele sind nur welche unsere Kunden. zum Sportlichen kann euch dann der Mann immer sagen. Von mir aus wünsche ich euch dann schöne Spiele und einen schönen Tag. Ja, vielen Dank erstmal, DDC Retzel-Fembach. Für die schöne Halle. Wir haben hier 12 Tische, mit denen wir spielen können. Legen wir auch gleich los mit der Gruppeneinteilung in der Damen-B-Klasse. Wir haben B und C zusammenlegen müssen, weil in der B-Klasse nur eine Spielerin. Deswegen spielt B und C in einer Klasse zusammen. Und ich rufe mal kurz die Namen auf. Wenn ich jemanden vergessen habe, bitte einfach noch melden. Das ist einmal die Monika Speer, die Anja Plommer, die Sabine Adler, die Sandra Mönius und die Birgit Löslein. Habe ich niemanden vergessen. Ich hänge es dann am besten da links hin, dass man mal drauf schauen kann. Das spielt, genau, zur Kenntnis, danke, da spielt natürlich jeder gegen jeden, weil zwei Gruppen da geht eigentlich auch. Gut, in der Herren-E-Klasse, da haben wir 10 Teilnehmer, da haben wir dann 2 Gruppen gemacht, mit jeweils 5. Die ersten 3 kommen weiter. Und in der Gruppe 1 spielt der Günther Stör, der Philipp Suffer, Holger Kiegelberger, Maximilian L. und der Kevin Schenk. In der Gruppe 2 Jürgen Sperber, Werner Wertner, Pascal Schulz, Klaus Hofer und Tu Quach. Habe ich jemanden vergessen? Nee. Warte mal, das haut jetzt wieder, ich bin da ausgeholt. Du hast ja 13 Dörfer, das ist jetzt gerade. Ich meine, wir machen das schon, aber 13 Dörfer in einer Gruppe ist blöd. Machen wir viel aus. Könnt ihr doch euer Vereinsmeisterschaft mal mit abhandeln? Warte, ich muss mit der Haken scheint 20 Dörfer zu finden. Das will man noch aus. Die losmacht. Ist das den 10 Dörfer wohl? Mir ist es wurscht. Hat jemand was dagegen? Lassen wir so, gut. Ja, irgendwie hat es dann, wenn ich den Computer selber nicht in der Hand habe. Du hast eine halbe Stunde gekürzelt gehabt. Ja, aber dann sehe ich nicht mehr, wie du dein Programm wieder verstehst. So, okay, was beiseite. Schau mal, alle, das ist kurz. In der Gruppe D, da haben wir 11 Mitspieler, haben wir aber auch in 2 Gruppen aufgeteilt. Da haben wir in der Gruppe 1 5 Mitspieler, in der Gruppe 2 6 Mitspieler. Von den Mitspielern her haben wir den Rainer Wehr, Rudolf Stuber, Dominik Wöhner, Siegfried Plommer und Karl Edenhofner. Boah, bitte. In der Gruppe 2 haben wir Martin Winter, Kurt Bayer, den Edmund Bujak Kazatschu, den Axel Hammerschmied, den Reinhard Steinbrecher und den Jürgen Schwenk. Habe ich jemanden vergessen? Ist jemand hier nicht aufgerufen worden? Gut. Ja, die Zettel, die jetzt hier drin liegen, bitte vollständig ausfüllen. Bitte unten auch die Sätze eintragen, den Sieger eintragen. Dann tue ich mir ein bisschen leichter beim Eintragen im Computer. Fangen wir gleich an, der erstgenannte... Kurz noch Hinweis von Stoni TV. Wir übertragen nahezu live, also mit wenigen Stunden Zeit versetzt. Wer nicht auf YouTube möchte, soll es bitte jetzt sagen. Oder für immer schweigen. Weil rechtlich bin ich auf der guten Seite. Ich darf filmen, sind öffentliche Meisterschaften. Ich werde es aber respektieren, wenn jetzt jemand sagt, der will nicht drauf. Wenn einer erst dann, wenn er die ersten 3 Bälle nicht getroffen hat, kommt, ist es zu spät, dann wird es erst recht gefilmt. Also sind wir dabei? Okay, Stony Freigabe. Okay. Hochoffiziell vom Kreisvorsitzenden. So muss es sein. Ja, dann legen wir los. Auf der Platte 1. Monika Speer gegen Sabine Adler. Oh,
Dann haben wir auf der Platte 2 Martin Winter gegen Hammerschmidt. Hammerschmidt, Alex, Axel. Ach Mann, ich hab jetzt, sorry, ich nehme das zurück, das ist Tisch 4. Martin Winter und Hammerschmidt. Dann Tisch 2 haben wir Rudolf Schubert gegen Eden Hofmann-Karl. Ja. Dominik Wöhner gegen Siegfried Schlommer. Kurt Beyer gegen Jürgen Schwenk. Der Edmund gegen Reinhard.